Willkommen zurück bei Outer Wilds. Ja, ich weiß nicht, ob ich die letzte Folge hochladen werde. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Deswegen tue ich einfach mal so, als wäre die einfach nicht erschienen. Ich weiß noch nicht, ob ich sie hochlade. Jedenfalls wollen wir uns in dieser Folge auf dem Weg auf unsere Pilgerreise zum Quantummond machen. Ja, und man muss ja erstmal mit dem ganzen Quantenkram da wieder zurechtkommen, ne? Wenn man schon ein paar Tage wieder nicht aufgenommen hat. Kann das schon mal passieren, dass man da ein bisschen out of order ist. Ganz besonders in meinem Fall, weil ich bin, wie gesagt, gerade noch ein bisschen... Hab ich das schon erwähnt? Ich bin noch erkältet. So, mal gucken. Wo ist der Quantenmond? Da ist er schon. Da gehen wir gleich mal Vollgas. Und dann geht das auch. Dann klappt das auch. Dann ist das auch in Ordnung. So, jetzt rüsten wir schon mal den Scoutwerfer aus. Denn wir können darauf tatsächlich landen. Das weiß ich, weil wir in der vermutlich nicht zu veröffentlichten Folge schon drauf gelandet sind. So, jetzt müssen wir den erstmal deaktivieren. Zack, zack. So, das reicht schon. So, guck mal. Und wir landen übrigens grundsätzlich am Südpol. Ah, Eis. Also scheißen kalt hier unten. Und ich möchte ja auch nicht irgendwo auf Leichenteilen landen, weil hier liegt nämlich irgendwo einer. Genau, da ist er nämlich. Wir sind mitten drauf gelandet. Na klar. Gut. Na, nur los. Und sobald man den Scoutwerfer außer Hand legt und irgendwie hier durch die Gegend fliegt, dann hat es sich nämlich erledigt mit dem Quantummond. Dann ist man wieder ganz woanders. Das ist natürlich nicht so schön, aber halt unvermeidlich. Einfach mal hier so. Bündes? Ding. Hä? Ach, egal. Hoch mit dir. Hoch mit dem Popo. Ach, hier. Runter mit dir. So, was gucken wir uns denn hier an? Irgendwo müssen wir doch hier drauf gucken müssen. Deswegen, hier gab es eine Aktualisierung des Lochbuchs. Das Lochbuch. Hä? Ich sehe das gar nicht, was hier abgebildet wird. Komisch. Na gut. Wir müssen erstmal Richtung Turm. Soll heißen hier Richtung... Das ist ja kein richtiger Turm. Das ist, ist schon ein Turm, aber hier genau. Das ist das Ding. Und das muss am Nordpol stehen. Und deshalb heißt es auch die Pilgerreise. So, einmal den. Eigentlich können wir auch gleich, können wir gleich einziehen. Und zack und zack. Guck mal, und schon sind wir auf den Untiefen... Platsch. Entschuldigung. Das Ding macht übrigens nur Licht. Mehr macht es nicht. So, weiter Richtung Norden. Ja, deswegen und nur deswegen heißt es die Pilgerreise, weil man hier erstmal über alle Planeten des Systems hier rüber pilgern muss, um da irgendwie hinzukommen. Wir sind übrigens immer noch auf dem Quantummond. Der passt sich komischerweise an. Und zwar an dem Planeten, um den er gerade kreist. Ich weiß noch nicht warum. Aber ist auch völlig egal warum. Nee, das ist jetzt das Schiff. Das brauchen wir nicht. Da ist halt der Turm. Sehr gut, jetzt können wir gleich weiter. Touch. So, zack, den hier. Und aus und weiter. Jetzt sind wir hier auf dem Bröckligen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Das wäre schön. Mal gucken. So. Hier kommen wir null hin. Hier kommen wir nirgends hin. Alles klar. Also wieder rein mit dem Wanst. Mit dem Wanst. Als ob ich so einen hätte. So. Warten, bis die Tür zu ist. Wir müssen, glaube ich, noch auf Holzkamin. Da passiert erstmal noch nichts, weil wir sind noch nicht am Nordpol. Da waren wir gerade. Und da, ja, da können wir auch nochmal hin. Vielleicht kommen wir hier irgendwie weiter. Das wäre schön. Wir dackeln einfach mal so ein bisschen hier in die Richtung. Hier passiert gar nichts. Hier kommen wir nirgends hin. Oder? Ja, vielleicht doch. Ja, aber auch nicht so wirklich. Hier.
Naja, das ist ja fast schon genau. Okay. Ja, wenn man weiß, wie es funktioniert, dann ist es natürlich ganz, ganz leicht. Und wir müssen eigentlich auf Holzkamin nochmal. Da nicht. Obwohl, das ist auch vielleicht nicht schlecht. Versuchen wir es einfach mal. Das sind die Aschelzwillinge. Mal sehen, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Aber ich glaube auch nicht. Vielleicht hier drumherum? Ja, sieht gut aus. Ja. Da war er eben gerade hier. Links, rechts. Geradeaus. Weiß ich nicht wo. Hier. Ah, jetzt ist er am Nordpol. Das ist super. Das ist doch fantastisch. Jetzt können wir tatsächlich zu dem Ding da reisen. Und das Ding, das ist... Das habe ich noch vergessen, was das ist. Mist. Ich habe es mal gewusst. Es könnte das Auge sein. Jupp. Toll. Und jetzt müsste man hier auch rauskommen, denn sonst steht man hier bloß vor der Wand, wenn der Turm nicht nördlich ausgerichtet ist. Und guck mal. Jetzt kommen wir hier wunderbar raus. Das ist doch ein Traum. Und sieh mal. Schau mal. Da sieht doch alles genauso aus wie einst. Moment, gibt es noch irgendwas Tolles zu lesen? Vielleicht machen wir mal Licht an. Ja, das kann ich nochmal vorlesen. Erinnere dich an die Regel des sechsten Orts. Du hast dich an die Regel der Quantenbildgebung erinnert. Erinnere dich an die Regel der Quantenverschränkung. Es wird eigentlich so rum vorgelesen. Warum so rum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich weil im Uhrzeigersinn, keine Ahnung. Kann sein. So, dann wollen wir mal weiter. Also hier sind wir jetzt nun, also wir sind ja jetzt nun am Norden. Ja, aber was jetzt? Was ist jetzt? Wir rennen mal wieder Richtung Süden. Ich weiß auch nicht warum, denn so weit sind wir letzte Folge gar nicht gekommen, die wahrscheinlich niemals veröffentlicht wird. Aber ja, schauen wir mal. Und ich weiß nicht mal, was jetzt von uns erwartet wird. Also hier können wir einfach durchlatschen, das ist schon mal sehr angenehm. Das ist voll toll, aber ja, ich weiß nicht. Ja, nee, weiß ich nicht. Also es kann sein, dass wir wieder Richtung Süden wieder latschen müssen. Weil es ist irgendwie der einzig freie Weg hierhin. Oh, was ist das? Was ist das? Das sieht aber nicht sehr angenehm aus. Das sieht aus wie ein böses, finsteres... Oh. Bewegt er sich? Der bewegt sich. Warum bewegst du dich? Warum bewegt er sich? Was ist denn los? Solanum. Wer bist du? Punkt, Punkt, Punkt. Was? Ja. Kann man das irgendwie... Kann man nicht wirklich übersetzen, ne? Das klappt so nicht. Nö. Damit erreichen wir ja gar nichts. Im Scoutwerfer wahrscheinlich auch nicht. Übersetzer kann ich nicht ausrüsten. Ja, und du? Ah. Aufheben Stein ich. Aufheben Stein Quantum Mond. Aufheben Stein August Universums. Aufheben Stein du. Aufheben Stein identifizieren. Aufheben Stein Erklärung. Du. Du dich identifizieren. Was? Achso, okay. Ja, nu, mach doch mal. Einsetzen. Identifizieren, bitte. Zack. Nun mach doch mal Hille. Noch keine Zeit. Solanum. Ich bin Solanum, eine Nummer. Mein Clan erreichte dieses Sternsystem vor meiner Geburt und wir nennen es nun unser Zuhause. Das ist schön. Muss ich alles wieder wegpacken. Ihr seid doch eigentlich ein Volk des Wartens, habe ich recht? Stimmt. Hast du so einen komischen Helm auf? Ich befinde mich auf meiner ersten Pilgerreise zum Quantummond. Die Nomai meines Clans unternehmen diese Reise, wenn sie Volljährigkeit erreichen. Obwohl das Auge von hier unerreichbar ist, so ist der Quantummond dennoch etwas ganz Besonderes für uns, weil er uns näher zum Auge bringt als alle anderen uns bekannten Orte.
Ich bin hierher gereist, um dem Auge näher zu kommen. Das Auge mag sich unseren Blicken entziehen, aber wir können im Quantummond hoch oben im Himmel das Abbild des Auges erkennen. Okay. So, so. Auge, tralala, Quantummond, ich. Ich bin sehr egoistisch, deswegen mache ich mal hier identifizieren. Ich stelle mich mal vor. Auch ein Übersetzer dabei, das ist cool, das ist toll. Ich habe noch nie einen Vertreter deiner Spezies getroffen. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, mit dir zu sprechen. Insbesondere bewundere ich deine vier Augen. Ja, du hast nur drei, ich weiß. Ich würde dir gerne so viele Fragen stellen, wenn ich nur deine Sprache sprechen könnte. Du hast meinen tiefsten Dank dafür, dass du meine Sprache verstehst. Oh cool, scheinbar war es sehr gut, dass wir uns vorgestellt haben. Sehr angenehm. Ich stelle mir vor, der Zweck deiner Anwesenheit ist derselbe wie meiner. Das Studium und das Aufspüren des Auges des Universums. Nein, nicht unbedingt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie du hierher gelangt bist. Bist du womöglich von einem anderen Sternsystem hierher gelangt, so wie mein Clan einst? Das glaubst du wohl selber nicht. Ich bin hier heimisch, Mann. Quantummond. Ja, hier Quantummond. Nehmen wir mal den. Quantummond. Identifizieren. Den hat man schon gerade, ne? Entweder ich, Stu. Gut, Stu vor allem. Dies ist der Quantummond, auf dem wir gemeinsam stehen. Obwohl der Quantummond auch andere Himmelskörper umkreist, ist er der natürliche Satellit des Auges des Universums. Daten. Okay. Und ist einer unserer Planeten, wollte ich mal sagen. Hast du einen Quantensplitter auf einem anderen Planeten gefunden? Die Splitter sehen genauso aus wie die Oberfläche des Quantummonds, jetzt wo er sich beim Auge befindet. Daraus können wir schlussfolgern, dass wir derzeit den natürlichen Zustand des Quantummonds beobachten und dass das Auge sein primärer Aufenthaltsort ist. Geht man davon aus, dass der Quantummond der natürliche Satellit des Auges ist, liegt der Schluss nahe, dass sämtliche Charakteristika des Mondes auch auf das Auge zutreffen. Der Quantummond und seine Splitter sind zum Beispiel Quantenobjekte, also sollte das Auge ebenfalls ein Quantenobjekt sein. Der Mond ist wahrscheinlich nur deshalb ein Quantenobjekt, weil die Nähe zum Auge ihn dazu gemacht hat. Ganz so wie die Quantensplitter, die auf anderen Planeten landen, ihre unmittelbare Umgebung ebenfalls in den Quantenfluss versetzen. Ja, das ist gut möglich, ne? Absolut wahrscheinlich. So, jetzt holen wir den mal wieder weg. Zack, und jetzt nehmen wir hier nochmal hier Auge des Universums. Und identifizieren, bitte. Identifizieren. Ich hoffe, dann haben wir auch alle durch. Ich glaube, ja. Wir befinden uns im Orbit um das Auge des Universums, aber wir können es nicht sehen, sondern nur sein Abbild auf dem Quantummond. Das Auge ist älter als das Universum selbst und mein Clan glaubt, dass es sich in einer sehr weiten Umlaufbahn um dieses Sternsystem befindet. Mein Sternsystem übrigens. Du Sack. Das Universum ist von einer fundamentalen Unbestimmbarkeit durchzogen. Normalerweise ist diese Unbestimmbarkeit nur in extrem kleinen Maßstab zu beobachten. Bei der Annäherung an das Auge wächst diese Unbestimmbarkeit jedoch auf enorme Ausmaße an. Der Quantummond weist wahrscheinlich makroskopisches Quantenverhalten auf, weil er sich so nah am Auge befindet. Splitter, die vom Quantenmond abgebrochen sind, weisen ähnliche Charakteristika auf, wie du sicherlich bereits andernorts im Sternsystem bemerkt hast. Bewusste Beobachtung zwingt das Quantenobjekt dazu, in eine einzige mögliche Form zu kollabieren, was wohl passieren würde, wenn ein messender Beobachter in das Innere des Auges selbst gelangen würde. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das zur größten und wichtigsten Frage meines Clans. Gut. Haben wir noch irgendwas, was wir dir noch fragen können? Nee, ne? Stu. Du haben wir, Quantenmond haben wir. Ja, dann verzieh dich. Ja, gut. Und nu? Was nu? Was nu? Das war's? Mehr nicht? Ich habe ja eigentlich jetzt hier Relikte erwartet und ganz tolle Geheimnisse, die wir erfahren. Aber wir wissen doch schon, dass die nur meine Macke haben. Mann. Das ist gerade voll Gemeinheit.
Kann man irgendwie schubsen? Nee, geht auch nicht. Ja, nö. Das müssten wir eigentlich wieder zurück, oder? Eigentlich schon. Ich setze den nochmal ein mit Erklärung. Ich bin sehr vergesslich, wollte ich mal sagen, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Was? Jetzt schon? Das ging schnell. Okay, ich bin entsetzt. Aber gut, dann wird diese Folge ein bisschen kürzer. Aber dafür haben wir dann doch ein bisschen was herausgefunden. Ich sag bis zur nächsten Folge Outer Wilds und ja, mal gucken, was wir dann Schönes machen. Wahrscheinlich werden wir dann auf den Schwarzdorn landen. Also bis zur nächsten Folge.